Namaste, Namaste, herzlich willkommen beim Kaimi Report. Die Geschichte hinter der Geschichte, das tägliche Manöver gegen die einkehrende Debilokratie. Donnerstag, es ist der 20. Juni, noch ein Tag Frühling. Ich hoffe, ich sage jetzt nicht wieder etwas Falsches. Und schön, dass ihr bei uns seid. Auch wenn es Frühling und sehr bald Sommer ist, geht es heute etwas um Schnee. Und das Motto des Ganzen ist, bei den Schönen und Reichen hat es eben immer Schnee, meine Damen und Herren. Um nicht missverstanden zu werden, wir vom Kaimi Report sagen ganz klar Nein zu Drogen, zu jeglicher Art von Drogen und vor allem zum Drogenmissbrauch. Trotzdem, wenn es schneit, dann hat es Schnee, dann muss man den wegschaufeln. Das geht beim Schnee nicht so gut mit einer Rasierklinge wie bei anderen schneeartigen Substanzen. Aber auch den Schnee, der vom Himmel fällt, kann man nicht gut mit einem Tausenderschein aufsaugen, währenddem bei anderen das ein richtiges Triumvirat von Power ist. Die Rasierklinge, der Geldschein und eben der Schnee. Und man stelle sich vor, dazu läuft noch von Gigi Cale das Lied Cocaine. Dann ist doch alles perfekt, meine Damen und Herren. Nun, aktuell in der Tamedia Presse vom Tagesanzeiger über den Bund bis zur Basler Zeitung. Eine unsichtbare Kokainwelle rollt auf die Schweiz zu. Die Droge verbreitet sich stark. Ihre Folgen wie Aggression und Gefühlskälte verfestigen sich bei Jungen besonders stark. Nun steht eine, man höre und staune, liebe Freunde, staatliche Kokainabgabe zur Debatte. Eine wunderschöne Zeichnung dazu. Ich glaube, die Jungen wissen gar nicht mehr, wie Schnee aussieht. Doch, doch, sniff, sniff. Nun, Kokain ist längst nicht mehr nur noch eine Droge für Banker und Anwälte und ja, auch Ärzte. Nein, die Preise sind doch erheblich gefallen. Es gibt jetzt Koks, sehr gutes, fast reinhaltiges, wie wir gleich sehen werden, für weniger als 100 Franken pro Gramm mit einem unglaublichen Reinheitsgrad von 90%. Was natürlich die Wirkung erhöht, aber eben auch das Abhängigkeitspotenzial. Nun, Professor Boris Kwetnow, Abteilung Pharmakologie von der Universität Zürich. Er ist da sehr, sehr pessimistisch. Und er sagt, von ihm ist auch der Titel, es rollt eine unsichtbare Kokainwelle auf uns zu. Bei der momentan großen Verbreitung können wir damit rechnen, dass wir in 10 Jahren ein größeres Problem mit dieser Substanz haben werden. Und mit wir meint er die Schweiz. Nun, eine Forschungspartnerin von ihm, Professor Lili Shanahan, sie ist Entwicklungspsychologin auch an der Uni Zürich und sie hat eine Studie gemacht, unter anderem auch basierend auf der Haaranalyse. Und das Haar ist ja, lasst mich ein bisschen ausholen, ein Diagnostikum, also ein Mittel für Diagnostik. Und wenn man Diagnostik macht, muss man immer ein bisschen wissen, was will ich wissen. Und wenn man zum Beispiel eben Substanzen sucht, toxische Substanzen, dann nimmt man gerade bei THC oder bei Kokain oder bei Benzos, nimmt man Urin. Das ist kurzfristiger oder für die längerfristige Abklärung, vor allem strafrechtlich, verkehrsrechtlich, von den Instituten für Rechtsmedizin bei Vergehen am Steuer, nimmt man die Haare. Und da gibt es eine ganze Wissenschaft, die bestimmt dann, in welchem Teil des Haares hat es noch Restspuren, Rückstände. Und dann kann man zurückrechnen, wann in etwa, und das ist ziemlich eine genaue Geschichte, in etwa der letzte Konsum war. Die NZZ hat mal getitelt, die Haare vergessen eben nichts. Und diese beiden Damen und Herren von der Uni Zürich haben eine Studie zu jugendlichem Freizeitdrogenkonsum gemacht. Die muss noch peer-reviewed werden, aber die Zahlen
sind schwierig, Peer zu reviewen. Die sind eben, wie sie sind. Und man hat gesehen, das ist der aktuelle Stand, sind 900 Teilnehmende, ich glaube zwischen 20 und 30 Jahren, im Durchschnitt 24 Jahre. Und über 20% frönen diesem Kokain, das ist mehr als jeder Fünfte. Und was erstaunlich ist, meine Damen und Herren, vor vier Jahren habe ich die Zahlen verwechselt, waren es erst 10%, also die Hälfte. Jetzt kann man sagen, was ist die Ursache davon? Es wäre, glaube ich, jetzt wirklich ein bisschen sehr einfach sagen, ja, das damals die letzten vier Jahre, das sind die Folgen der Pandemie. Das kann es mit tangieren, aber an allem ist das jetzt auch nicht schuld wieder. Ich denke, das ist sehr, sehr multifaktoriell. Da könnte man ein ganzes Video machen. Diese riesige Verunsicherung, diese mit dieser künstlichen Intelligenz, schreibe ich meine Motivationsschreiben selber oder gebe ich dann in ein Chat-GPT rein, einfach diese auch Verunsicherung mit was kommt noch als Neues nach der Pandemie auf uns zu, generell die Verunsicherung am Arbeitsmarkt, Kriege, man spricht dauernd von nuklearen Erstschlägen. Und letzten Endes, das muss man eben auch sagen, auch eine gewisse Langeweile, eine gewisse Wohlstandsverwahrlosung, eine gewisse Sinnlehre. Das ist das, was Jordan Peterson immer wieder aufruft. Ich stimme bei vielem nicht mit ihm überein, aber das stimmt. Wer wirklich keinen Sinn sieht in dem, was er macht, keine Ziele mehr hat, gerade junge Menschen, da wird es schwierig und da muss man sich dann eben in andere Sphären katapultieren oder wegbeamen, wie die Jungen sagen. Und das sind eben, es ist nicht ein Grund, es ist, wie man sagt, so schön sagt, es ist multifaktoriell. Natürlich auch der Wegfall von gewissen Werten, der Wegfall von Respekt, von Anstand, den ja auch fast niemand mehr vorlebt. Das ist leider eben auch so. Und das Verrückte ist, dass Jugendliche, also junge Erwachsene zählen wir da auch dazu, eben viele Dinge beginnen zu mischen, selbst von Hustensäften wie dem althergebrachten Macatusin, das eben Codein drin hat, wird dann gemischt mit Xanax als Benzodiazepin, mit Kokain, mit Opioiden und so weiter. Und in den letzten vier Jahren in der Schweiz 35 Jugendliche an Tablettenmissbrauch gestorben. Und eben diese Mischungen, diese Cocktails in Anführungs- und Schlusszeichen sind viel, viel häufiger als angenommen. Bei uns war so, weiß nicht, die in meinem Jahrgang herumschwirren, werden da vielleicht kleine Äugle kriegen oder große. Bei uns war so ein Zeitlang, aber nicht lange, so der Gag, Gin mit Optalidon zu nehmen. Also ich bin sowieso schwierig mit Tabletten, außer ich habe Kopfschmerzen, dann nehme ich was, aber sonst. Also offenbar hat das dann euphorische Stimmungen ausgelöst. Ich bin da, muss ich ehrlich sagen, ich bin da ein bisschen ein Feigling. Ich möchte eigentlich meistens Herr meiner Sinne bleiben. Nun, was sind die Hotspots des Schneefalls in der Schweiz, kann man sagen. Es ist nicht La Brévine und auch nicht der Santis. Nein, es ist Zürich, Chur und Genf. Da könnte man jetzt auch, gut, Zürich eine typische Bankenstadt. Ja, Genf eine Businessstadt mit viel Geld, mit viel ausländischem Geld. Aber Chur, also ich weiß auch nicht, ist das ein statistischer Ausreißer? Oder, ich meine, so hässlich ist jetzt Chur auch nicht, dass man sich immer wegdröhnen muss. Also ich finde es ein bisschen schwierig dort in der Altstadt, wenn man mit BS-Nummer dort hineinkommt, dann wird man nicht so sympathisch angeschaut. Ich hatte ja da mal einen Vortrag in irgendeinem Restaurant, dessen Name ich nie aussprechen konnte und der mir jetzt auch wieder entfallen ist. Also Zürich, Chur und Genf, Basel und St. Gallen sind nicht so weit dahinter, muss man auch sagen. Wie weiß man das? Eigentlich durch Polizei natürlich, Polizeirapporte, Gerichtsrapporte, aber auch durch die Ingenieure, durch die Umweltingenieure, durch die Klärwärter etc. Weil es gibt in der Schweiz seit 20
2021, ich bin schon über der Agenda 2030, seit 2021 gibt es ein Analysesystem von Abwasser, das heißt Dromedario. Ich weiß nicht genau, was dieses Abwasseranalyse- und Monitoring-System mit Dromedaren zu tun hat, aber es heißt nun mal Dromedario. Da wird alles Mögliche angeschaut, also auch andere Medikamente gesucht, Antihistaminika zum Beispiel, um zu schauen, wie groß sind die Allergien und Pollenallergien, Belastungen in der Schweiz. Also, und eben das gibt es natürlich dann auch für illegale Substanzen wie zum Beispiel Kokain. Wir haben ja auch immer wieder gehört, dass man Covid-19 über Abwasser versucht hat zu analysieren. Aber dieses Thema lassen wir jetzt definitiv weg in diesem Video. Nun, wie ist die Wirkung von Kokain? Es ist ein Blocker der Wiederaufnahme von gewissen Neurotransmittern. Also im Prinzip ein bisschen funktionieren wie Antidepressiva, wie zum Beispiel Noradrenalin, Serotonin und vor allem Dopamin. Beim Konsum über die Nasenschleimhaut, Schnupfen oder Sniefen, wie man sagt in der Szene, tritt die Wirkung sehr schnell ein, nach 3 Minuten. Beim Rauchen und Spritzen sogar noch viel schneller, wenige Sekunden. Also diese Flashes und die Dauer des Hochgefühls variiert von der Darreichungsform und natürlich von der Reinheit und auch letzten Endes von der Dosis. Die Effekte auf physischer Ebene, sie erhöhen den Blutzuckerspiegel, Erhöhung der Körpertemperatur, Erhöhung von Herzfrequenz und Blutdruck. Also sind eigentlich alles ein bisschen Kampf und Flucht, also sympathische, ich meine nicht im Sinn von freundlich, sondern sympathisch-parasympathisch, also vegetativ-sympathische Symptome, Abschwächung des Hunger- und Durstgefühls. Nicht so spannend, spannender sind eigentlich die Effekte auf psychischer Ebene. Kokain löst euphorische Gefühle aus, gesteigerte Kontaktfreudigkeit. Ja, ich glaube, das wären ja, wenn es bei dem bleibt, das wären ja 2 Dinge, die man ja eigentlich jedem gönnt auf dieser Welt, auf diesem Planeten. Vor allem, dass man ein bisschen mehr Zuversicht hat, muss ja nicht gleich große Euphorie sein, aber Positivität, Kontaktfreudigkeit, dass nicht mehr alle irgendwie wie mit gekrümmten Rücken und Halswirbelsäule wie Quasimodos hinter ihren Handys herlaufen oder sitzen. Dann wird es schon schwieriger. Allmachtsfantasien, also persönliche Überschätzung, sexuelle Stimulierung, Reduktion der Urteilsfähigkeit. Darum hat man es nicht so gern von den Behörden, wenn das am Steuer, wenn man unter Koks am Steuer ist. Bei hoher Dosierung bis zur Intoxikation, Halluzinationen, psychotische Episoden oder auch Angstzustände. Und wenn wir jetzt das anschauen, die 3, die ich da rot unterstrichen habe, Allmachtsfantasien, sexuelle Stimulierung, Reduktion der Urteilsfähigkeit. Mein Kokain ist auch eine Ausgangsdroge, eine Klapperdroge, kann man auch sagen. Nicht nur, wie gesagt, es gibt nicht wenige, auch Kollegen von Anführungs- und Schlusszeichen von mir, aber auch vor allem Banker, Anwaltskanzleien, Mitarbeiter. Aber es ist schon auch eine Ausgangsdroge. Und wenn man jetzt diese 3 Dinge anschaut und dann in den Clubs dann solche Bilder bekommt vor Augen, also knapp bekleidete junge Damen mit heißen Figuren, und das Ganze noch unter Koks, das ja zu einer sexuellen Stimulierung noch zusätzlich führt, dann frage ich mich einfach, oder vielleicht geht die Frage an Juristen, ist dann dieses Nein heißt Nein? Ist das nicht höchst gefährdet? Vor allem, wenn dann noch Überschätzung, Allmachtsfantasien und so weiter dazukommen. Also irgendwie ist das Ganze nicht wirklich systemkonform, sondern das eine macht sich ja irgendwie lustig, auch wenn es dann eben je nachdem traurig herauskommt. Und dann gibt es noch einen ganz gescheiten Kopf, Professor Oliver Bilke-Hensch von der Kinder- und Jugendpsychiatrie Luzern. Er sagt, er bezieht das jetzt nicht auf den Ausgang oder auf die Klapper, sondern auf die Leistung. Kokain ist die ideale Leistungsdroge.
weil es euphorisiert und es macht auch etwas aggressiver. Ist natürlich vielleicht nicht so schlecht oder eben sehr schlecht, je nachdem, was dann rauskommt. Für die Daytrader an der Börse, an ihren Terminals und so weiter, diese Hedgefonds-Manager, diese Testosteron-geschwängerten Masters of the Universe-Analysten, die Bank einerseits, aber dann natürlich eben auch Anwaltskanzleien, da muss man ja vor Gericht dann auch je nachdem sehr stark auf die Hinterbeine steigen. Darum sagt dieser Professor aus Luzern, eine ideale Leistungsdroge. Die Auswirkungen, das ist so, wenn junge Menschen das nehmen, und es sind meistens junge Menschen, die einsteigen. Es ist nicht so, dass man sehr schnell sich irgendwie verändert. Es hat schon eine geraume Zeitspanne, also einen Retard-Effekt, wie man so sagen kann. Hängt natürlich darauf auch ab, ob man ab und zu am Wochenende oder ob man das praktisch im Leben als Ritual eingebaut hat, wie gewisse Leute zu oben ein Whiskeli nehmen vor dem Schlafen. Aber es verändert eben, und auch hier hören wir nochmal Professor Oliver Bilke-Hedge. Mit der Zeit werden die Aggressivität und die fehlende Empathie während des Rausches zum festen Charakterzug eines Menschen. Und da muss ich sagen, mit der Zeit, also mit das, wir reden dann schon, wir wollen das ja nicht dramatisieren, wir wollen aber auch aufklären, das gehört auch zu diesem Sender. Also wenn das über Monate und Jahre eingenommen wird, wir haben genug solcher Menschen gesehen in der Männerpraxis, was es einfach mit der Zeit macht, es macht die Sexualität, macht es kaputt. Und ich rede nicht davon, dass es dann zu relevanten Erektionsstörungen kommt oder so, sondern das waren dann ja Männer, die Männer haben ja dann geschildert, das ist wie Pumpen. Also es ist dann wie ein mechanischer Akt, Penetration, und dann wird es zum mechanischen Akt. Und das wirkliche, das tiefgehende, ich sage jetzt schon fast tantrische, wo man sich in sich selbst fast auflöst und vergisst, Lust. Diese Lust, die ist weg, es wird zu einem mechanischen Akt. Außer man ist eben wieder auf diesem Kokain. Aber wenn nicht, dann die sagen dann, ja, der Sex sagt mir nur noch etwas unter Kokain. Und das ist natürlich, ja, das kann ja jeder selber für sich nachdenken, was das bedeutet und was das nicht bedeutet. Was mich aber sehr erstaunt hat, ist wirklich diese Tatsache da, dass jetzt von der Kommission für Sucht- und Präventionsfragen, untergeordnet natürlich dem Bundesamt für Gesundheit, eine staatliche Abgabe gefordert wird. Also ich weiß es nicht. Muss jetzt das sein? Macht es das jetzt wirklich besser? Es ist ja beim Koks ist ja nicht so wie früher beim Letten und Platzspitz, also diese riesige Beschaffungskriminalität. Also mir ist das nicht bekannt, dass das jetzt eine riesige Problematik wäre. Es sind trotzdem immer noch Menschen, die relativ gut verdienen und sich das leisten können, ohne dass sie Einbrüche oder Taschenentwendungsdiebstähle machen müssen. Also ich weiß es nicht. Ich habe das auch das erste Mal jetzt gelesen und gehört, aber ich sehe den Hintergrund wirklich nicht, dass man das jetzt auch noch staatlich abgeben soll. Vielleicht ist man im Windschatten von Lauterbach und Cem Özdemir, die da ja jetzt zu richtigen Cannabis-Dealern mutiert sind, ich weiß es nicht. Aber es hat mich, als ich das gelesen habe, hat es mich erinnert an Yuval Noah Harari, der sagt, ja, wir haben viel zu viele Menschen auf dem Planeten, nicht die Ernährung ist das Problem, sondern wir haben keine Beschäftigung für sie. Die Langeweile ist das Problem, und darum empfiehlt er ja Drogen und Computerspiele, um gegen diese Langeweile anzukämpfen. Naja, kann man machen, ich weiß es nicht, oder? Und es erinnert natürlich alle, die ein bisschen belesen sind, es erinnert natürlich an diese Droge Soma, beschrieben von Aldous Huxley in seinem Buch, in seinem, man muss es sagen, zeitlosen Buch, pionierhaften Buch, Brave New World, also schöne neue Welt. Und offenbar
Auch in der jungen Rapper-Szene ist das drin. Rapper Ryan 87 aus Zürich. Er singt zum Beispiel, also bitte lacht mich nicht aus, es kommt jetzt Zürichdeutsch. Die Leute sind am Verzweifeln, ihre Nase kennt nur Winter, mittlerweile jedes Wochenende. Also das aus einem Text von Ryan 87. Nun gut, was lernen wir daraus bei den reichen und sexy Menschen und schönen Menschen? Ist immer Schneefall da, ist das ganze Jahr Winter, wie Ryan 87 ja singt, und reich, schön, manchmal ist es dann auch zu viel und dann ist man auch tot. Auch das gibt es. Und vielleicht ist das ja alles auch nur ein Traum. Und ein Rausch im Traum, das ist ja was Schönes. Gut, das Aufwachen ist dann nicht so lustig, ehrlich gesagt. Aber ich war schön, reich, sexy und dann klingelte der Wecker, meine Damen und Herren. Wir sind tatsächlich am Schluss und schön, dass ihr bei uns wart. Ich sage hasta la vittoria siempre. Mein Name Marco Caimi, meine Zielgruppe, die Aufgeweckten, die es bleiben und werden möchten. Saludos a todos, sali zusammen. Man sieht sich.